Hallo ihr Lieben. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Was ist los bei Onkel Otto? Ja, ich gucke jetzt einfach mal das, was auf dem Weg ist. Bei den meisten, die meisten spüren es schon, denke ich. Also mit denen ich mich halt häufiger mal austausche, die haben halt eben auch dieses Empfinden, irgendwas verändert sich. Man verändert sich ja auch selbst. Ist ja nicht nur der Otto, der sich verändert, man stellt ja auch selber fest, dass die Denkweise, die Sichtweise, vielleicht auch das körperliche Empfinden momentan sehr in der Veränderung sind, ist. Ich quassel jetzt nicht so viel. Ich lege jetzt einfach mal die Karten und suche mir entsprechende Überschriften. Welche Themen sind aktiv im Onkel Otto Team Spirit? Was beschreibt sein Dasein? Was beschreibt sein Dasein hier an diesem Dienstag? Und mal wieder das innere Kind. Das innere Kind erfährt wahrscheinlich gerade Heilung. Das innere Kind wird vielleicht durch Dinge, die im Außen so geschehen, ja, aber sag mal so, der Otto, der wird durch Dinge, die im Außen ihm gezeigt werden, auf irgendeine Art und Weise, wird er praktisch dazu gezwungen. Er kann gar nicht dran vorbei, als sich nochmal mit dem inneren Kind auseinanderzusetzen. Ja, und je intensiver er das tut, desto mehr erfährt dieses innere Kind eben Heilung. Was ist am Dienstag noch interessant? Das Andenkreuz. Da muss ich jetzt in das Buch gucken, weil das ist jetzt einfach nur ein Kreuz, das Andenkreuz. Ich denke da, wenn ich an Kreuz denke, ja, natürlich sofort an das Karmakreuz. Entweder mitten in der Lernaufgabe oder so langsam aus dem Weg daraus. Das Andenkreuz symbolisiert die Kosmologie der Schamanen. Es stellt die vier Himmelsrichtungen, die obere und die untere Welt sowie die Stufen dar, die dorthin führen. Das Loch in der Mitte, guck, das sieht nämlich so aus. Das Loch in der Mitte steht für den Einstieg in das Reisen von einer Dimension in die andere. Es ist das sprichwörtliche Nadelöhr, durch das wir alle gehen können, um unsere größere Weisheit sowie höhere Bewusstseinsebenen zu erschließen und aus der linearen Zeit auszubrechen. Ja, okay. Also diese Karte kündigt den Aufbruch zu einer großen Reise an. Es ist nun an der Zeit, dass du den Blick vom weltlichen Alltagsgeschehen löst und ihn auf Dinge richtest, die bislang außerhalb deiner Reichweite zu liegen schienen. Lass dich von einer neuen Weisheit leiten und hör auf, dir auf alles einen Reim machen zu wollen. Antworte lieber mit einem lautstarken Ja. Was ist denn da bei dir los? Ja, das ist so die Frage, ne? Manche kriegen es vielleicht offensichtlich mit, dass er da wirklich im Lernprozess ist und eine Dimension höher klettert. Und andere, die fragen sich, nimmt er sich überhaupt die Zeit, sich da irgendwie zu befassen? Es wird ihm nichts anderes übrig bleiben. Das Universum hat so seine Tricks auf Lager, dass einem manchmal die Spucke wegbleibt. Und ja, das wird ihm nicht anders gehen als vielen von uns. Dann hätte ich jetzt noch gerne eine Tarotkarte als Überschrift. Eine Beschreibung zum lieben Seelenpartner für Dienstag als Tagesbotschaft. Sage ich doch das Gericht. Er befreit sich aus der Vergangenheit, er wird wach, etwas Neues beginnt und es kommt zu einer Wiedervereinigung. Ja, es kann gut sein, dass er da auf dich zukommt. Die ist doch letztes schon mal gefahren. Er arbeitet, er heckt was aus. Kann man drehen und wenden, wie man möchte. Und jetzt kommt
mal einen Kupferblick in seine Gedankenwelt. Natürlich mehr als drei. Genau, er denkt über die Wunscherfüllung nach. Ist dabei, sich zu befreien, will die Veränderung in seinem Leben, auch in der Öffentlichkeit, ne, möchte der diese Verbindung leben. Ganz am Ende liegt der Berg, der fällt schon bald hinten runter aus dem Kartendeck. Was genau symbolisiert diesen Berg? Was macht es ihm immer so schwer? Ich meine, wir wissen es eigentlich alle. Genau, sein altes Familienthema, da muss noch irgendwie, ne, ein bisschen was bearbeitet werden. Ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass er Angst hat, wenn er sich drauf einlässt und er verliert es dann wieder. Das ist ihm ja so altbekannt, dass er dann zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Aber dadurch, dass er das bearbeitet, kann er ja vielleicht unterscheiden, ne? Was früher war und was jetzt ist, dass es vielleicht doch einen Unterschied macht. Seine Herzebene. Boom. Er schaut sich nochmal seine Masken an. Aber er kann sich gegen das Schicksal im Grunde nicht wehren. Er möchte die Ernte einfahren. Er weiß ganz genau, dass er in letzter Zeit eher was kaputt gemacht hat als gefördert. Und das liegt auf der Herz. Das liegt ihm schwer im Herzen. Gestern hat er, glaube ich, geschmollt in irgendeiner Legung. Nee, jetzt guckt er sich das ganz genau an und möchte vorwärts machen, die Sache bearbeiten und ernten. Er ist bereit, wirklich ins Licht zu gehen und endlich dieses Lebensbuch zu öffnen. Er guckt noch nicht genau hin. Wo guckt er hin? Ja, das macht ihn noch ein bisschen nervös, aber er kommt da in seine Klarheit und es geht auf jeden Fall in ein stabiles Fundament. Und ich glaube, er plant tatsächlich auch ein gemeinsames Leben, denn er fühlt sich verankert mit dir und möchte, ne, sich neu ausrichten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch. Heute und das Universum sagt Folgendes dazu. Befreie dich von deinem Ego. Und da guckt er ja gerade, ne? Das ist so gerade das, womit er sich befasst. Was darf ich noch erfahren über ihn? Dankeschön. Schuld. Ich lasse alle Überzeugungen los, die dem Wachstum meiner Seele im Wege stehen. Ne? Vielleicht fühlt er sich dann auch noch, er haut irgendwas raus in deine Richtung. Dann reagierst du auch noch nicht so, wie er das dann erwartet. Erwartungen, das ist ja sowieso immer so ein Ding, was nur in die Box gehen kann. Du spiegelst sein Verhalten und am Ende hat er auch noch das Gefühl, er hat Schuld, weil das war wahrscheinlich in seiner Kindheit so ein beliebtes Spiel, ne, von Eltern. Manche Eltern machen das so, dass wenn Kinder nicht so funktionieren, wie man es gerne hätte, dann ja, können sämtliche Register gezogen werden, sodass das Kind am Ende das Gefühl hat, es hat Schuld. Schuld finde ich ein ganz schlimmes Wort. Ja. Ein weiterer Impuls, bitte. Was darf man noch erfahren über Onkel Otto? Ne, das sind zu viel. Eine bitte. Ich kann noch ziehen. Geht doch. Dann gucken wir mal, was hier raushüpfen wollte. Wenn ich einer Situation Freude hinzufüge, dann verändere ich die Klangfarbe dessen, was um mich her geschieht. Wenn ich einer Situation Freude hinzufüge, dann verändere ich die Klangfarbe dessen, was um mich her geschieht. Also alles eine Frage der Perspektive, das habe ich schon mal häufiger gesagt. Man entscheidet selbst, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Das kann auch der Onkel Otto.
seine Sichtweise, seine Perspektive ändern. Er muss es nur wollen. Ja, und dann ist auch noch ein bisschen Engagement gefragt. Jetzt Frage für den Dienstag mit meinen komischen Kärtchen. Ja, nein, vielleicht oder irgendwie, ich winde mich raus. Da hier oben, was ne, erzählt wird von einer Kontaktaufnahme, ein Anruf, whatever, findet heute von Ottos Seite eine Kontaktaufnahme für viele aus dem Mitgliederbereich statt. Ist egal. Ist egal. Es ist nicht wichtig, sagt das Universum. In spätestens einem Jahr ist es egal, wie du dich entschieden hast. Mach dir also nicht so viele Gedanken. Das ist es nicht wert. Okay. Die wollte ich jetzt nehmen. Die anderen muss ich nicht großartig. Also höre auf dein Herz. Oft spürt man, welche die richtige Entscheidung sein könnte. Also überlege nicht lang und baller einfach raus. Also das habe ich jetzt dazu gesagt. Und meide die naheliegende Lösung. Das Universum legt sich nicht immer glasklar fest, ne? Es sind so ein paar Dinge, die sind vorbestimmt. Man hat aber auch immer noch Handlungsfreiraum. Und man hat immer noch so ein eigenes Empfinden, also ne? Ob er sich meldet oder nicht, ob du dich meldest oder nicht. Deine Entscheidung, das ist deine Entscheidung und der Rest, ja, wirst schon sehen, was passiert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer du dieses Video findest. Lasst es euch gut gehen und bis dann.